Fangen wir doch mal an zu lernen. Dienstleistungs. Boah, ist mir warm hier. So ein paar Erdbeeren wären eigentlich jetzt nicht schlecht. Moment mal, Balkon, Südseite. Könnte ich nicht vielleicht hier ein paar Erdbeeren einpflanzen? Lohnt sich das überhaupt? Müsste ich mal drüber nachdenken. Hallo und herzlich willkommen bei Sparen mit Kopf. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wollte ich dir mal mein Projekt vorstellen, was ich schon seit ungefähr Mitte Mai gestartet habe. Ich habe mich spontan dazu entschieden, mal ein paar Pflanzen anzubauen und zu sehen, was passiert. Denn informiert man sich vorher, ob sich das Ganze überhaupt lohnt, dann sagen die einen, nein, es lohnt sich nicht. Es ist doch aktuell viel günstiger. Selbst das Biogemüse ist günstiger, als wenn man es sich selbst anbaut. Und dann gibt es noch andere, die sagen, nein, stimmt doch gar nicht. Es lohnt sich dennoch. Ja, man kann einiges daraus lernen und mitnehmen. Und bevor ich mir jetzt irgendeine Meinung dazu bilde oder so, dachte ich mir so, okay, ich mach's einfach selbst. Ja, ich probiere es aus. Ich guck mal, was passiert. Und das Video hier dient sozusagen als Fazit, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Und ich denke, als erstes stelle ich dir mal die ganzen Pflanzen vor, die ich mir zugelegt habe. Ja, also wir sind in Blumenladen gefahren und haben einfach mal da ein paar Pflanzen mitgenommen. Und ja, dazu dann jetzt gleich mehr. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Also als erstes haben wir hier uns Erdbeeren zugelegt. Die haben auch schon richtig schöne lange Ableger, die man nochmal nutzen kann. Dann haben wir hier einmal noch zwei Pflücksalate. Ja, mit den Pflücksalaten geht es dann hier unten weiter. Also es sind, glaube ich, insgesamt 9 Stück. Die hier müssen wir auch mal bald abmachen. Und dann kommen wir zum Schnittlauch. Den haben wir schon abgemacht. Hier haben wir Thymian, Knoblauchgras. Ja, und ganz groß hier Oregano. Da kann man auch schön, wenn man dran geht oder sich mal ein Blatt nimmt, mal dran riecht. Es riecht echt mega gut. Und dann haben wir hier noch 2 Blumentöpfe mit Lavendel. Die hatten wir uns einfach mal so zugelegt. Da kann man zum Beispiel so Säcke machen, die man in Kleiderschränke tun kann, die dann Motten und so verjagen sollen, oder man legt sich das so neben's Bett, ne? Lavendel ist ja, also da gibt es ein paar Studien dazu, dass es beim Einschlafen helfen soll. Und dann hier ganz in groß, das sind die 2 Tomatenpflanzen. Ja, also hier kommen jetzt bald Tomaten raus, hier an den Blüten müssten die rauskommen. Und ich suche gerade mal, hier müssten irgendwo noch Tomaten sein. Ah, da gucken 2 raus. Ja, genau. Da sieht man die 2. Die sind schon draußen. Genau. Die waren ganz klein, sind echt groß geworden in dem einen Monat. Ich kann mal hier ein Vergleichsvideo einblenden. Und genau. Das so zu den Pflanzen. Und bin jetzt mal gespannt, wie es sich weiterentwickelt. So, und dann kommen wir auch schon zum Fazit. Lohnt sich das Ganze? Wir betrachten das als erstes mal auf der finanziellen Sicht. Lohnt sich das finanziell? Ja, kann man hier dadurch Geld sparen? Und in der Regel sind die Pflanzen relativ günstig. Also wir haben jetzt zum Beispiel für die neuen Pflücksalate 99 Cent bezahlt und der Ertrag ist größer als 9. Also man bekommt da locker ein paar Pflücksalate raus, man lässt ja die Mitte unberührt und macht nur die Blätter, die außen wachsen, ab. Ja, kann man schönen Salat mitmachen. Und das Teure an der ganzen Geschichte ist eigentlich das Zubehör, ja, die Blumenkästen, Blumentöpfe, ja, die Halterungen, die man haben möchte, plus natürlich noch die Erde. Ja, und
Hier muss man aber auch noch sagen, das sind natürlich alles Ausgaben bis auf die Erde, die man natürlich immer wieder nutzt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich nächstes Jahr neue Blumenkästen kauft oder neue Blumentöpfe, sondern man benutzt die gleichen. Das heißt, man hat hier für mehrere Jahre sozusagen schon vorgesorgt. Wir hätten hier etwas noch anders machen können, um vielleicht mehr Geld zu sparen. Man hätte zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen oder so gucken können. Da sind auch noch ein paar Blumentöpfe, die zum Teil auch verschenkt werden oder auch Halterungen. Also das so als Tipp, falls du hier auf jeden Fall etwas Geld sparen möchtest, schau am besten erstmal bei Kleinanzeigen vorbei und guck erstmal, was es so in der Nähe gibt. Ja, vielleicht kannst du hier dann hier und da ein bisschen Geld sparen. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt, warum es sich dennoch lohnt. Ja, erstens, das hätte ich auch gar nicht gedacht, es macht eine Menge Spaß. Ja, es macht Spaß dabei zuzusehen, wie die ganzen Pflanzen wachsen. Also man hat ja vorher gesehen, wie klein diese Tomatenpflanzen waren und wie groß die jetzt geworden sind. Ja, es macht Spaß dann die eigenen Erdbeeren zu pflücken und zu essen. Und es schmeckt auch ganz anders. Also man kann hier, also mir persönlich hat es wirklich mega, beziehungsweise macht es noch mega Spaß. Bin auch eher so ein Stadtkind, der halt sehr wenig so in der Natur war, sondern eher immer in der Stadt unterwegs war. Und da sieht man eben mal andere Seiten kennen. Und ein anderer Punkt ist, man lernt einen anderen Blickwinkel kennen. Ja, in der Regel ist es ja so, dass man in den Supermarkt geht, packt sich seine Erdbeeren oder seinen Salat in den Einkaufswagen und das war's dann auch schon. Ja, isst man die und so lernt man das Ganze so ein bisschen zu respektieren, ja, und zu verstehen, was für eine Arbeit eigentlich dahinter steckt. Ja, gut, die Bauern haben natürlich andere Mittel heutzutage. Es gibt Maschinen, die Arbeit etwas erleichtern, aber dennoch ist es genau wie auch beim Fleisch, also man lernt den Prozess dahinter kennen, ja, also dass zum Beispiel beim Fleisch ein Tier dahinter steckt, das wissen wir alle, aber das hat man so erstmal gar nicht so vorm Auge, ja, also ich finde das ganz interessant und das war auch ganz lustig, als ich bei meiner Oma zum Beispiel war, die lebt in einem Dorf fast ganz autark, hat ein paar Hektar an Felder, hat da alles Mögliche an Pflanzen, Walnüsse und so, Trauben auch und Kürbisse zum Beispiel. Und dann hat sie mir ein paar Walnüsse gegeben und guckte mich dann nur so an, ja, und fragte mich dann ganz komisch, und das kauft ihr wirklich bei euch in Deutschland im Supermarkt? Ja, das fand die ganz komisch, dass wir hinten im Garten keinen Walnussbaum oder so stehen haben, sondern dass wirklich im Supermarkt uns dann kaufen und auch Geld dafür ausgeben. Ja, das ist der Punkt, das ist eigentlich so der Hauptpunkt auch, was ich ganz wichtig finde, ist, man lernt wirklich eine andere Perspektive kennen. Genau. Und dann kommen wir noch nur zu einem anderen Vorteil, man lernt geduldig zu sein. Ja, am Anfang, man pflanzt die Pflanzen ein, sind noch relativ klein und kann es eigentlich kaum erwarten, endlich mal die Erdbeeren pflücken zu können. Die wachsen ja zum Glück wirklich relativ schnell. Bei den Tomaten müssen wir jetzt immer noch warten. Also man lernt wirklich, geduldig zu sein und das ist dann wortwörtlich dann eine Naturaldividende. Wie es bei Aktien so ist, wenn man irgendwas geschenkt bekommt, eine Praline Schokolade also so ein Koffer bei Lindt oder so. Und genau, das zu dem Punkt. Und dann kommen wir noch zum Punkt mit dem Geschmack. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Erdbeeren zum Beispiel, die schmecken ganz anders. Jetzt meiner Meinung nach ist jetzt natürlich etwas subjektiv, sogar besser als im Supermarkt. Und bin auch mal gespannt, wie die Tomaten schmecken werden. Da habe ich auch schon von ein paar Bekannten gehört, die eigenen Tomaten sollen besser schmecken. Ja, warte ich erstmal noch ein bisschen ab. Und hier hat man natürlich auch den Vorteil, man kann selbst entscheiden, wann man jetzt hier in dem Beispiel die Erdbeeren ja abmacht, also erntet. Ich persönlich mag es, wenn die Erdbeeren etwas dunkler sind. Im Supermarkt findet man ja ganz oft Erdbeeren, die noch relativ hell sind. Ja, die dunklen, finde ich, schmecken einfach viel süßer und besser. Und hier hat man eben den Vorteil, ich kann selbst entscheiden, wann ich die Erdbeere ernte. So, und dann kommen wir auch schon zum Schlussfazit. Ja, also lohnt es sich denn jetzt? Jetzt haben wir zwei Seiten kennengelernt und
Es ist zwar schwierig, hier finanziell ein bisschen was zu sparen, ist aber nicht unmöglich. Ja, zum Beispiel bei den Erdbeerpflanzen, die kann man 4 bis 6 Jahre nutzen. Die haben ja die ganzen Ableger, die man schön im Video gesehen hat. Und die kann man dann in der Regel 4 bis 6 Jahre nutzen. Dann sollte man die durch eine neue Pflanze ersetzen. Und ansonsten kann man noch hier und da ein bisschen optimieren. Einfach bei Kleinanzeige schauen, gibt da jemand günstig seine Blumentöpfe ab oder vielleicht finde ich irgendwo noch günstig Erde. Ist natürlich individuell verschieden, je nachdem, was so im Umkreis angeboten wird. Dann ist mir auch persönlich selbst passiert, erst als ich mich damit beschäftigt habe, meine eigenen Pflanzen anzubauen, habe ich erfahren, dass eine Arbeitskollegin von mir jedes Jahr ihre Tomaten verschenkt, weil was übrig bleibt, also ihre Tomatenpflanzen verschenkt. Und so kann man auch mal selbst schauen, gibt es jemanden im Umfeld, der einen eigenen Garten hat, der vielleicht eigene Pflanzen hat und bei dem der vielleicht etwas abgeben möchte, ja, dann kann man auch ein bisschen Geld dazu geben und so kommt man dann günstiger an die Sachen dran. Ja, und ansonsten war es das so zum Video. Also meiner Meinung nach lohnt sich allein schon an den Punkten, was ich am Ende erwähnt habe. Man kann wirklich vieles daraus lernen und mitnehmen. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine angenehme und sparsame Woche. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig inspirieren. Und vielleicht hast du ja schon deine eigenen Pflanzen. Da würde mich auf jeden Fall interessieren, was du so alles angebaut hast. Kannst du ja gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bis nächste Woche. Da kommt wie immer ein neues Video um 11 Uhr. Dein Yusuf. Ciao.